Willkommen zurück zu Let's Play Argyris Generation of War Zero. Den letzten Kampf nehmen wir noch mit. Im letzten Part haben wir, ja, die Gander besiegt. Wir haben mit dem Artefakt ein Gurg versiegelt. Oder wir wissen selbst nicht, was genau passiert ist, aber anscheinend war es entweder das Artefakt, was noch die Kräfte hatte, oder Leonis hat irgendeine spezielle Kraft noch in sich. Was auch immer das von diesen beiden ist, wir werden es sicherlich noch irgendwann erfahren. Die Frage ist nur, wann. Oh, schon wieder was. Ich will doch nur skippen. Ja, die Gegner halten hier schon ein bisschen mehr aus. Und schon hast du nichts mehr. Ich glaube, ich warte mit Abwehr mal lieber. So. Ja, okay. Nicht so toll. Krieg schon wieder nicht alle down. Ja, du triffst wenigstens den. Ja, dann machst du hier Stardust. Das passt schon. Oh, mach mal einfach nur Stardust. Reicht leider überhaupt nicht. Jetzt kannst du nicht noch eins. Doch, kannst du. Nice. Dann ist ja alles gegessen. Komm. Alle drei weg. Und dann müsste ich dich hier jetzt angreifen können. Ja, easy. Sollte reichen. Ja, ist sowas von. Gut, dann bleiben nur noch die da hinten. Dafür haben wir ja schon die passenden. Dann geht das hier doch noch etwas schneller als gedacht. Finde ich super. Zwar ohne Overkill, aber mir auch egal. Auch wenn ich noch sehr, sehr viele brauche für einen Overkill. Achievement. Ach, mehr Angriff. Wir sind ausgeglichen genug, sagt unsere Skillwerte 10 und 11 brauche ich fürs Abend. Das passt schon. So, einmal noch überspeichern. Damit man auch nichts falsch macht. Falls hier sicherlich irgendwas los ist. Gallius immer noch Level 8 und Calvina Level 7. Man merkt schon, ich kümmere mich überhaupt nicht um das Rest. Das restliche Team. Und wen werden wir jetzt hier sehen? Und noch einer, der uns aufhalten will. Das ist hier, wie hieß er noch gleich? Ich habe seinen Namen vergessen. Der einmal uns als Siegard befohlen hat oder so. Genau. Da ist der Name doch. なるほど。まだ力が残っていたという。今戦況がどのようになっているか知っているか。 ぜひとも教えてもらいたいもんだね。今頃サマリル様がトライゾン城塞を落としている頃だ。これでこの大陸は我ら闇の信徒のもの。あとは残る大陸を制圧するのみ。あの娘も我らの力となり、 わずかばかりの抵抗を見せるお前たちの仲間も、みんな生き耐えよう。もはや我らの勝利は揺るがん。僕はあなたに教えられました。どのような状況になろうと諦めずに剣を振るえと。戦いは勝利が訪れるその瞬間までわからないものだと。 あなたはそう言いました。だから
僕は戦います。最後の瞬間まで諦めずに、この剣と共に。戦を終わらせるためだ。光と闇、どちらかが倒れれば、この戦いは終わる。ならばこの戦、闇が制すのも一つの平和なのだとは思わないか。 あなた方の先に真の平和は訪れません。私は私の望む未来のためにあなたを倒します。どうあっても光るというのだ。はい。ならばもはや何も言うまい。ここで倒れるのはお前か、それとも私か。 答えを出すとしよう。行くぞ。 Natürlich wird es sein, weil sonst wäre es ja Game Over. Aber ja, die Frage ist, was bewegte die, hier die dunkle Pfade einzuschreiten? Natürlich haben wir jetzt auch noch ein großes Vieh. Du bleibst mal gleich da. Du gehst einfach nur hier rauf. So. Ich glaube, das passt so. Alle miteinander verbunden. Und dann werden wir doch gleich mal sowas von Anfang an rauslassen, weil wir wissen ja immer noch nicht, ob es ihn jetzt heilt oder nicht. Kann ja auch möglich sein. So. Wir hauen mal wieder alles raus, was geht. Okay. Das ist doof, weil kein Platz mehr. Verzeihung, du darfst das nicht machen. Dann kommst du. Theoretisch hättest du jetzt auch noch Darkflame machen können, aber hey, sei's drum. Earthling kannst du immer noch machen. Ja, so, jetzt ist die Sache. Wenn ich das mache und das mache, kann ich hiermit nichts machen. Naja, super. Das heißt, Eugene, du darfst leider nicht machen, weil die beiden anderen haben hier, glaube ich, ein bisschen mehr Damage. Ich habe sogar ohne da... What? Das ist jetzt mal echt... bescheuert. Dana kommt da nicht ran, aber ja, weil Eugene schon dran ist. Der ist super. Dann geht das wohl nur so. So, Sonic Way. Kannst du nicht machen, weil sonst habe ich das nicht. Das heißt, du musst gucken, was du machst. Du machst dann einmal das hier. Burst Hit. Ja, wobei. Jo, hier, Blast, Sonic Wave. Power Attack, ja gut, verschwende ich ein paar Punkte, aber... Ja, wobei, wenn ich hier Burst Hit mache, kann ich auch nur... Machen wir hier bei dir Power Attack und bei dir hier Burst Hit. Das ist, glaube ich, ein bisschen mehr worth. Dann kannst du noch einen Charge Blast machen. Und das war's eigentlich. Ja, es heilt. Okay.
Oh Mann, ich mach so gut wie gar keinen Schaden mehr. Wenn ich diese Punkte vom DLC noch nicht hätte, ich musste so viel leveln. Es hätte so viel Zeit gekostet. Ja gut, wir ballern nacheinander alles raus. Der sollte eigentlich auch tot sein danach. Ich meine, etwas schade, dass wir ihren Special Move nicht sehen, aber... Es wäre nur OP-Shit wieder gewesen. Ohne die Verteilung, die ich habe. Aber ich glaube, jetzt droppt jeder von denen einen Ausrüstungsgegenstand. Kann das sein? Ah, wobei, der muss noch nicht mal tot sein. Hey, doch, Rapid Stream kommt jetzt. Okay. Ich wollte schon sagen, da fehlt doch noch etwas. Ich dachte nur, Jonas wäre so ziemlich am Ende dran, aber ja. Er ist nicht ganz tot. Schade. Bye bye. Hohoho. Eieiei, das hat weh, so ein wenig. Ja komm, restauren wir noch ein bisschen AP. Wenn es nicht viel sein wird. 9000. Eieiei. Impuls und Earth Needle. Wird das reichen? Nope. Ich hoffe, ich kriege ihn noch down. Ah, Alice hat genug. Alice sollte das schaffen. Ja, zwei Angriffe, vielleicht sogar nur einer. Wer weiß. Lieber... Ja, wobei, noch einer geht, weil dann kann ich Yuji trotzdem noch heilen und das war der letzte. 40.000 Erfahrungspunkte, wow. Der eine gibt 23.000, der hier gibt 40.000, was kommt der nächste? 100.000? Oh, du verlässt dich auf wen? Cruel Frame. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Ich glaube, diesen Ausrüstungsgegenstand hatte ich auch noch nicht. Dann sparen wir uns alles. Raging Storm. Sieht härter aus, als es wehtut durch die Verteidigung. Und die ganzen Ausrüstungsgegenstände. Ja, Hauptsache Dana schläft. Wie kannst du das nur machen? Dana soll doch nicht schlafen. Die soll dir in die Fresse schlagen. Okay. Bin ich doof oder stand da im ersten Zug auch die ganze Zeit Remaining AP und ich hab's nie gesehen? Hab's wahrscheinlich nur nie gesehen. So, dann du noch ein Earth Needle, Impuls, Dark Frame. Ach, schade. Ja, dann kannst du noch Sonic Wave raushauen. Nee, kannst du nicht. Mach einfach mal einen Charge Blast. So, mal gucken. Ehrlich zu sein, hoffe ich eigentlich, dass es ihn so gerade nicht tötet. Damit Leonis alles raufbrettern kann, was er hat. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele SP die Charaktere haben hier. Jetzt haben sie auf jeden Fall nicht genügend AP, um diese SP überhaupt zu nutzen, wenn sie sie vorher schon gehabt haben. Es macht ja so gut wie gar nichts alles. Das liegt aber auch nur daran, dass sie viel zu viel HP haben. Wie viel hatte der von Anfang an? 90.000? Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht geachtet. Weil es im Prinzip ja auch egal ist, aber... Wie viel HP die haben, interessiert mich doch schon ein wenig. Weil ich auch vergleichen will mit dem Bosskampf davor. Denn es wird sicherlich so sein, dass uns noch ein Dritter begegnet.
Oh ja, Counter, komm schon. Ernsthaft? Leon ist davon gestorben? Wow. Wow. Ah, Fragment of Life da unten. Ich wollte schon sagen, was? Wo? Dass ich dabei noch verrecken darf. Wow. Wie viel Leben hat Leonis überhaupt? Zwölftausend? 20.000 Konter? Ach du heiliges bisschen. Habt ihr gerade noch so überlebt, weil sie über... Ach, Entschuldigung, 20.000 Leben hat. Ja, du greifst sicherlich nicht an. Apli hat nichts. Eugene, hast du überhaupt noch was? Oh fuck, ich hätte mit Alice heilen sollen. Eieiei. Leon, das wurde ja jetzt übersprungen dadurch, dass er gestorben ist. Och Mensch. Darauf hätte ich jetzt so einen Nullbock. Dass das viel mir jetzt noch viel zu viel antut. Sind jetzt auch schon wieder ein paar tot. Das ist wirklich uncool. Du bleibst da, du gehst mal hier hin. Ja, komm, geh hier hin. Tena, wach doch auf! Dich hätte ich gebrauchen können gerade. Eieiei. Dass ich jetzt so Wiederbelebungs-Items verwenden muss. So, Alice ist jetzt dran, dann kann ich auch nochmal wiederbeleben. Die sollen ja auch alle Erfahrungspunkte bekommen, ich meine, das waren ja nicht wenig. Und damit halte ich mich jetzt hier so großartig ab. So, Zeit, Sachen rauszuballern. Das bufft nur alles, oder was? The Light Container. Achso, 250, ich dachte gerade. Das hat ja sehr viel SP-Range. Ja, mach mal Eye Ripple. Na, Debuff zuerst, ja komm. Beschwören wir nochmal Daisy mal, machen das. Du hast noch nicht mal dein drittes. Machen das. Warum auch immer. Ja, 250 wieder derselbe Grund. Ich vergesse das. Immer wieder. Ah, great. Burst Combo. Und zum Schluss noch das. Das sollte viel ausreichen. Sehen wir noch mal ein bisschen was. Ich mag diese Attacke. Wie sagt wenn du. What? Fehlt nur noch, dass man sich damit selbst verletzen könnte. Ah, nee. Ich frag mich, wann du dein drittes erlernst, Eugene. Es wird langsam mal Zeit dafür. Komm schon, mach einen Overkill draus.
Ja gut, Upgrade ist auch noch da. Mal gucken, ob wir was Besonderes bekommen. Ich meine, ich darf nicht vergessen, noch nachzugucken, welches Item das war. Irgendwas mit Frame, ich hab's jetzt schon wieder vergessen. ...66 Hits? Fehlt da nicht noch eine 6? Moon Fragment. Debilitating Ring, irgendwas? B-Rang, ja, so gut war das jetzt nicht, aber ich bekomme Erfahrungspunkte und haufenweise Level-Ups. Wie vorher auch schon. So, geben wir dem Mann noch mal ein bisschen Agilität wieder, oder? Ja. Angriff, beste Verteidigung? Warum kriegst du jetzt Vitalität und Luck hintereinander? Gefällt mir doch nicht. Ich glaube, Shinini und Leonis sind so die beiden einzelnen Charakteren, die wirklich irgendwie die ausgeglichenen Stats haben. Aber hey, mehr brauchen wir ja auch nicht. Kost Agi und Intelligence, nö. Angriff. Besonders bei dir, Dana. Ist eigentlich voll tragisch, dass er ihm alles beigebracht hat und ohne Weiteres Leonis das schon längst akzeptiert hat, dass er ihn töten muss. In Anführungsstrichen. Wow, und dann gibt es noch so eine Line. Statt meins sollte da eigentlich eben gerade Herz stehen, aber gut. サマリルの力は今や増すばかり。次に目覚めた時は心などない闇に使える騎士となり果てよ。その時は頼む。私を。 この先にさらなる闇を感じる。この気配、あの女ではないな。レオ、今は悲しんでいる時間はないから。分かっている。ここで立ち止まるわけにはいかない。
この剣でしかグルグを倒せないのなら行こう。Hast du noch irgendwas zu sagen? Oder hast du nur gesagt, es ist nicht ihr? Warum hat man nochmal die Kamera auf dich gezogen? Ja. Und jetzt geht's nochmal nach rechts. Ja, fein. Und nach links. Da ich halt nicht weiß, wie viel Zeit ich habe, um diese Kämpfe dann noch irgendwann zu machen, kann es sein, dass wir die nächsten eins... Ja, ich denke mal, ein paar damit verbringen, nur zu kämpfen, bevor wir das zum Event gehen. Aber lass mich ran, danach geht's da noch nach oben, vielleicht auch zwei Parts. Da ist ein Event. Okay, dann ist da halt das Event und zur Sackgasse geht es. Na gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.